Hallo und willkommen zurück zu Part 3 der Ranch Challenge. Ja, ich war letztes Mal mit Olivia hier in Hanford und Bagley und irgendwie sind aber die anderen Leute jetzt alles weg, nachdem ich das Spiel gestartet habe. Aber was soll's, eine Geste Blumen und wir starten einfach mal gleich. Oh, wir können vielleicht mal mit ihr reden, mal freundlich vorstellen. Dann geht ihr Ah, Sozial so. hoch. Genau, über Interessen Memories? Where are reden. from? Floating on the Nach sea. Karriere fragen. Sophie? Machen wir Sherry? mal alles hier. Na, wir wollen Elmina? ja über Axe örtliche in Old Garden? Angelplätze wollen wir mal reden Wasusa? und Dabishi ah. Wir Slickum? können denn doch vielleicht noch Oh, quatschen. Ah, nee. Silnoi. Smalltalk. Horror Bay. Nach Tag fragen. Ja, dann Akiyomi. steigt es schon ein Oh, bisschen sure hoch. shots. Das ist doch schon mal was. Obimo. Genau. Wasusa. Es ist so lustig, mit dir zu Rucci reden. Peachy. Okay. Shaby Bluey. Yes. Nee, wir Purple. wollen jetzt auch keinen Witz Punta Lake über Kanapa. Körper. Wir können sie mal noch Smirks. kennenlernen. Schumba Unga. Smirks. Liebt die Natur. Ah, oh, das trifft sich gut. Pacquiao Olivia liebt ja auch die Natur, ne? in Und gesellig ist sie. Ah, oh, das passt ja, wenn Shiba sie gesellig ist. Bimba Genau, wir können mal über den Bewölkten Bisquadina. Oh, Himmel sprechen. Oh ja, das sieht gut aus, Yibs. wenn das jetzt mal Yama. hochsteigt. Junga. Jetzt mal gucken, haben wir noch was hier im Nicht. Inventar? Wir gehen mal und versuchen mal das Zeugel zu verkaufen. Ich glaube, ich gehe diesmal zu ihr hin. Du sprichst noch, du, die läuft schon weg, Olivia. Hast du das gerade gemerkt? Hallo, Olivia? Genau. Geh mal zum Handeln. Wunderbar. Bin gespannt, ob sie sich drauf einlässt oder ob sie wieder sagt, nö, bei den Preisen, ich glaube, das bin ich. Bettina, Danef, Plargs, oh, Kisanoi, Oh ja, Babu, Morbi, wir kriegen Yetalfnet, Rabatt, das ist schön. Dann Bogie verkaufen wir doch ein bisschen Boots, was. Vapen Slice, Genau, wir können nämlich hier, ich verkaufe mal nur zwei, da drei und da auch drei Pilze. Behalte ich mal vier noch im Inventar. Man weiß ja nie, für was man es braucht. Wunderbar. Und ja, das lassen wir auch noch. Okay, gut, dann kriegen wir 51 Simoleons. Besser als nichts. Wir könnten das Präriegras noch verkaufen. So, dann haben wir 71. Wie viel ist denn das wert? Das ist mir noch zu wenig wert. Okay. Danke dir. So. Und liebe Olivia, wir reisen jetzt zurück. Hast du eine Klassenkameradin getroffen? Oh ja, Tatsache. Sophia, die ist nämlich auch Teenagerin. Ich glaube, die ist in ihrer Schule, ne? Genau. Wer bist du? Sabrina Lopez. Okay. Du quatscht hier aber echt mit vielen, muss ich schon sagen. Olivia, ich hätte gern, dass wir nach Hause gehen. Könnten wir das tun? Wir reisen. Ja, ich bin mit Olivia nach Hause gereist und habe sie dann noch einen Auftrag annehmen lassen. Und jetzt werden wir mal hier das Zeugel suchen, wieder mit Graben, damit sich hier vielleicht noch einige Sachen findet. Oh, wir können auch noch Frösche suchen. Das trifft sich doch gut. Ja, ich weiß, es ist schon ganz schön hart, gell? Das ist schon ganz schön hart hier, was man alles machen muss. Olivia, da die Wege hier immer so lang sind, finde ich, werde ich sie das jetzt einfach mal erledigen lassen. Und wir sehen uns dann, wenn sie die Sachen alle gefunden hat. Ja, jetzt ist gerade die Meldung aufgeploppt zum Abschlussball gehen. Wir überspringen den Abschlussball. Ich finde es nämlich einfach zu früh. Sie hat noch gar keinen Abschluss gemacht. Wir werden tatsächlich zum Abschlussball mit Olivia gehen, wenn sie ihre Schule dann fertig hat. Genau. So möchte ich das machen und deswegen werden wir dort jetzt nicht hingehen. Also überspringen. Ja, sie hat alles gefunden hier. Und wie gut, dass sie hier steht, denn die Toilette ist nicht weit. Da kann sie dann auch gleich mal hingehen. Können wir mal in ihr Inventar schauen, was sie gekriegt hat? Oh mein Gott, sie hat zwei Frösche gekriegt: einen Tigerfrosch und einen Blattfrosch.
Und dann mysteriöse Zeitkapseln. Die werden wir natürlich entpacken und mal reinschauen, was es dort so gibt. Ja, die Flaschen sind immer noch nicht viel wert. Was haben wir denn? Superblattfrosch, Blattfrosch, punkteter Blattfrosch, streifter Blattfrosch. Wir könnten doch mal den Leopardenfrosch mit dem Tigerfrosch. Ein Sonnenuferfrosch. Das ist doch mal was. Olivia, wärst du so freundlich und würdest mal diese Kapsel öffnen? Ja, das läuft doch. So. Okay, Präriegras noch einmal ernten. Bin gespannt, was sie da rausbekommt. Und dann gehen wir mal zurück und dann will ich mal so einen Verkaufstisch besorgen. Denn die liebe Minimi hat geschrieben, dass man da sehr gut die Preise erhöhen kann. Süße, was hast du denn da rausgekriegt? Ein Flamingo. Was? Flamingonium, okay. Ah ja. Und ein Apfelnektar. Das ist doch mal was. Kriegst du noch was raus? Ja, das ist anstrengend, gell? Das glaube ich. So schuften und Hunger hast du, oh je. Ich glaube, wir brauchen danach erstmal was zum Essen. Können wir noch nicht Pilzsteak machen? Oh, ich habe einen Pilz zu wenig. Okay, können wir hier noch was machen? Wir können auch nicht ernten. Olivia, du hast aber auch nichts mehr. Na, guck mal. Ess doch ein Spinat, eine Petersilie, eine Salbei und eine grüne Erbse. Ich habe doch gewusst, das nützt was. So, ich wollte dann mal noch schauen, was wir hier haben. Wir haben grüne Erbsen, Karotten, Pilz. Wir haben hier eine Kartoffel, die wir dazu schlägen. Petersilie, Salbei. Da hinten hat sich noch was versteckt. Spinat und Basilikum. Okay, das haben wir auch. Blaubeere, Himbeere. Blaubeere, Himbeere. Wir haben hier eine Schokobeere. Karotte haben wir jetzt auch noch nicht gehabt. Dann brauchen wir noch eine Karotte. Doch, das ist die Karotte. Mein Fehler. Eine Tomate hatten wir noch nicht. Dann pflanzen wir doch eine Tomate. Ja. Was bist du für ein Baum? Ein Kirschbaum. Wir haben auch eine Banane. Dann nehmen wir doch noch eine Banane da dazu. So, das läuft. Olivia, schmeckt das? Nicht wirklich. Oh ja, sie sieht nicht so aus, als ob das ihr schmecken würde. Das Gesicht, das spricht echt Bände. Aber dir geht's jetzt gut. Wie wär's, wenn wir jetzt mal zu unserem Grundstück nach Hause gehen? Wo auch immer das war, da hinten. Komm doch mal hierher. Ja, Olivia ist jetzt hier und Zusatzaufgaben. Ich denke, das kann sie jetzt gut machen. Ach Gott, ist das herrlich, wie sie da sitzt. Ich finde es immer so toll, wie die sich jetzt hinsetzen, um hier ihre Hausaufgaben zu machen. Nicht schlecht. Ja, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht hat, gucke ich mal nach so einem Verkaufstisch. Ja, ihre Zusatzaufgaben hat sie abgeschlossen. Stoppi, wir brauchen einen Verkaufstisch. Wo waren die denn jetzt nochmal drin? Ich glaube, die waren hier drin. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, was ich da für einen nehme. Soll ich so einen von Solani nehmen oder so ein? Ja. Ja, der ist so teuer. Nimm den günstigeren. Nimm, glaub, gleich den. Der sieht doch schick aus mit seinen Tüchern. Den werde ich mir hier hinstellen. Gleich so, damit die Leute es gleich sehen. Ja. Und dann stopfen wir doch mal das Zeugel da rein. Doch, das ist eine gute Wahl gewesen. Was brauchen wir denn? Ja, wir stecken mal eine Karotte da rein. Wir nehmen mal das. Wir verkaufen das einfach. Das verkaufen wir und das verkaufen wir und das. Und wir können noch kurz einen Frosch züchten. Sehr schön. Wir können eigentlich die billigen Frosche, sage ich ja, auch mal hier reinstopfen. Der hat auch 10. Dann behalten wir einfach, oh, hier, den stopfen wir auch noch da rein. So, dann ausstellen. Olivia, da kommt sie ja schon. Ja, ich weiß, alles wieder unten. Und wir haben dann spät. Ich denke, jetzt hat sie schon wieder Hunger. Ich glaub's gar nicht. Kannst du vielleicht die Karotte noch mal essen? Und dann darfst du schlafen gehen, ja. Und während sie schläft, bin ich mal gespannt, ob unsere Flaschen dann mehr Wert bekommen.
Ja, ausgeschlafen. Guten Morgen, Olivia. So, jetzt pass mal auf. Alles ernten, gegen Käfer einsprühen. Und dann solltest du das pflanzen, auch wenn du jetzt mal gerade so Hunger hast. Wir kommen nicht drum rum, dass du hier jetzt was arbeitest. Ja, ich weiß, dir geht's ganz schlecht. Mausi, ich kann nichts dafür. Es tut mir so leid. Jetzt können wir endlich nämlich Pilzsteak machen. Glaub, ich besorge tatsächlich jetzt auch noch einen Grill hier für das Grundstück. Das wäre doch mal was. Genau. Sehr konzentriert. Na, sind die Viecher jetzt dann bald weg? Sehr schön. Und jetzt bitte noch pflanzen. Und dann kriegst du von mir dann auch was zum Essen, ja. Okay, sie will entspannen. Ich bin gerade schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das Zelt da hinten nicht wegnehme, aber ich finde so einen guten Platz unter den Bäumen. Ich schau mal, was ich hier jetzt zum Grillen finde, ob wir uns da so eine Tonne leisten können. 600 wollen die. Boah, okay. 600 ist schon ganz schön heftig, finde ich. Ja. Aber es geht nicht anders. Wir kriegen ja keine andere Feuerstelle. Beziehungsweise, gibt es da nicht hier eine Feuerstelle? Was? Gibt es da nicht eine, wo man auch kochen kann? Kochfähigkeit hier, das hier. Und das kostet nur 350. Ja, schon eher. Schon eher. Gucke ich mir mal die Farben hier an. Ja, der Stein ist ganz gut. Okay. Anzünden. Dann hat sie hier jetzt wenigstens mal was, wo sie vielleicht ein paar Würstchen oder so machen kann. Das wäre ja echt großartig. Oh nein! Oh nein! Echt jetzt? Jetzt wackelt sie sich auch noch ab. Oh Mann! Süße! Du machst was, echt. Grillen? Marshmallow! Ja, dann grill doch Marshmallow. Ja, wenn du das jetzt grillst, dann kannst du vielleicht mal was essen. Zumindest Marshmallow geht. Immerhin etwas. Und das Hungergefühl steigt. Das ist doch schön. Nee, Olivia. Ja, sie hat jetzt ein paar Marshmallows gegessen. Leider nicht genügend. Ja. Ich glaube, der Grill war keine gute Wahl. Wir müssen jetzt doch mal dahin und machen uns Pilzsteak. So, Olivia ist jetzt hier und macht ihr Pilzsteak. Oh, mir geht's gar nicht gut. Wir haben aber auch ein Pech, dass zurzeit echt niemand da ist. Oh, dieser Blick, wie herrlich. Wird es was? Okay, hoffentlich isst sie auch was. Du solltest dir schon ein Gericht nehmen. Und die liebe Minimi hat geschrieben, dass man, wenn das verdorben ist, auch auffrischen darf, das Essen, weil das wohl von Eco Living kommt. Und ja, deswegen, ich weiß gar nicht, wie viele Gerichte sind es noch. Ich soll das mal alles dann ins Lunchpaket packen und dann darfst du das einfach wegwerfen. Ja, genau, wir werfen mal, wir machen unseren Dreck halt auch weg. Das hat sie schön alles fein säuberlich ins Lunchpaket gepackt. Das haben wir gerade nicht. Aber wir könnten ja vielleicht mal noch kurz angeln gehen. Dann kann sie das auch mal hochleveln. Was haben wir denn? Wir waren doch, glaube ich, schon mal angeln, ne? Ja, Reiterfähigkeit hat sie schon. Zwei. Okay. Es läuft, es läuft. Schön, schön angeln nochmal. Vielleicht kriegen wir ja tatsächlich einen Fischi. Da tummeln sie sich. Das sieht echt gefährlich aus. Was hast du denn für einen Fisch gekriegt? Einen, eine Forelle, das ist schön. Eine noch. Dann könnten wir uns wenigstens zweimal so ein Fischdings machen. Jetzt hat sie nichts gekriegt. Okay, ein Fisch ist besser als nichts, gell? Olivia, könntest du mal wieder zurückkommen? Wir wollen nämlich jetzt hier unseren Stand bedienen. So, sie bedienen den Stand und wir beginnen den Gartenverkauf. Wir erhöhen aber gleich mal die Preise auf 200%. Auch was? Wir machen es gleich auf 300. Die Leute werden schon kommen. Hoffe ich doch. Die erste kommt und kauft sie was? Oh je, sie muss pieseln und duschen und kommt, seid lieb. Seid lieb, kauft was. Guck nicht so traurig.
Hallo, was kaufen? Wow, 300 Simoleons. Was hat die gekauft? Ein Frosch oder was? Wow, der hat den auch Frosch auch gekauft. 40. Ich bin gespannt. Kauf, kauf, kauf. Feneke, Belindi, Ah. Genau. Bobi Ibsa Bibdo, Yabo. Ist die Waren an. Hi-ya! Jaha. Ah, Suli Suli. So genial, wie die das Ja. immer macht. Shri Varpasa. Domi Bayen. Schulfes. Kampel Veruda. Die hat auch was gekauft. Kukiemf. Anamit Haben wir noch Bumsharpai. was, was wir ausstellen können? Oh, noch ein Frosch. Okay, sie hat doch einiges verkauft. Wir haben jetzt 1363 Simoleons. Ich glaube, ich hole ihr einen Pipi-Busch. Ich glaube, damit tue ich ihr echt was Gutes. Wir haben hier so einen Debug-Busch. 50. 10 Energie. Ich weiß jetzt nicht, warum da ein Debug-Busch ist. Aber den nehmen wir, wenn der schon mal so günstig ist, solange wir da Pipi machen können. Läuft es ja echt gut. Dann stelle ich mir hier hin in der Nähe von unserem Zelt. So, wunderbar. Ah, jetzt weiß ich, warum das so günstig ist. Okay, der funktioniert nämlich nicht. Bitte schön. Jetzt kannst du mal pieseln gehen. Oh ja. Ach, wie herrlich. Nein, es guckt keiner. Wie sie dran sitzt. So cool. Stinkt da gleich, oder? Ja, kommt sie wieder. Nein, es hat keiner gesehen. Guck mal, und schon erleichtert. Ja, was willst du machen? Ins Zelt weinen. Oh, wir brauchen jetzt nicht weinen. Können wir da noch was ausstellen? Oh, wir können doch bestimmt da noch was reinstecken. Ja, das geht doch. Nochmal ausstellen. Da müsste ja jetzt noch mehr drin sein. Olivia, du lässt dir immer zu viel Zeit. Ja, irgendwie wollte sie nicht. Sie ist schon wieder weggelaufen. Nee, Stand bedienen. Jetzt bleib mal hier. Du darfst nachher duschen gehen, das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir. Wir verkaufen jetzt noch einmal hier die Sachen. Ja, also sie hat jetzt einiges verkauft. Wir haben jetzt 1586 Simoleons. Und ich würde ja wie so eine kleine Blockhütte gern hinstellen, wo sie dann einfach auch ein Waschbecken hat. Ich versuch's mal, ob ich das hinbekomme. Thank you.
Sie hat jetzt hier so einen kleinen Unterstand, das habe ich hinbekommen. Leider ist mir jetzt das Geld fürs Waschbecken ausgegangen. Aber sie kann jetzt kochen. Beziehungsweise sie braucht ja gar nicht kochen, denn sie hat ja hier ihr Lunchpaket. Die stinken alle. Wir stecken sie trotzdem in den Kühlschrank. Bis auf eines. Das werden wir auspacken. Den Fisch legen wir mal in den Kühlschrank. Die Karotten, die Pilze. Jetzt haben wir wenigstens mal einen Kühlschrank, wo wir mal was reintun können. Und dann werden wir einfach das Essen auffrischen. Genau. Stell's mal ab. Sehr schön. Jetzt haben wir es aufgefrischt und es ist ausgezeichnet. Dann ist es doch. Weißt du, kannst dich nirgends setzen. Ist einfach im Stehen. Schmeckt nicht, doch. Ist ausgezeichnet. Guck mal. Du hast es gut gekocht. Ich hätte ja gern noch so ein Waschbecken gehabt, aber irgendwie hat es nicht gereicht. Reicht immer noch nicht. Vielleicht, wenn wir Frösche züchten. Dem da, was kriegen wir jetzt? Und den hier 100. Jetzt würde es sogar noch ein Waschbecken reichen. Oh je, und jetzt haben wir kein Geld mehr. Aber du kannst das jetzt spülen und dann Hände waschen. So kriegt man dann die Hygiene auch hoch. Das wäre doch was. Und jetzt ist schon echt spät, Olivia. Wir müssten dann auch schlafen gehen. Ja. Oh ja, also wie gesagt, sie hat jetzt mal ihr erstes Grundding. Wir müssen halt nur noch gucken, dass wir die Wände zukriegen. Ich würde ihr gern ein Pferd erst kaufen oder ein Pferd retten, wenn sie hier sich ein bisschen häuslich niedergelassen hat. Ich finde, das macht für mich jetzt mehr Sinn, wenn sie dann ein Bett hat oder so. Und trocknen ist sie ja schon mal. Wir schauen einfach, oder ich schaue einfach, dass ich es in der nächsten Folge noch mehr verkaufen lasse. Das mit dem Tisch ist doch eine ganz gute Idee. Danke, Sandra, dass du mich da nochmal drauf angestupst hast. Ich werde es dann auch weiterhin so machen mit dem Verkauf. Schade, dass ich natürlich dieses Gras nicht da drin verkaufen kann. Das wäre es jetzt dann auch noch gewesen. Aber dafür gibt es ja Hanford und Bagley. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du schaust auch das nächste Mal wieder rein, wenn es mit unserer Olivia weitergeht. Ich werde sie jetzt noch im Hintergrund schlafen lassen, sodass wir in der nächsten Folge dann gleich anfangen können mit dem neuen Tag. Und da wird sie dann zur Schule gehen. Montags gehe ich mit ihr immer mit, weil sie sonst immer das blöde Projekt mit nach Hause bekommt, was ich einfach nicht haben will. Über ein Like und ein Abo, falls du noch keins hast, würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.